Ich habe bei den Stein- oder Erdelementaren etwas gefunden. Und zwar ein weiches Golem-Fragment. Also bei den Golems. Egal ob Fels oder Erde, müssen wir ja wahrscheinlich eher Erdgolems. Ein weiches Golem-Fragment, etwas ist darin. Könnte es etwas Nützliches sein? Der Golem hat einige Fragmente verloren. Eines von ihnen scheint gerade Kanten wie die eines Buches aufzuweisen. Oha, haben wir ein Buch gefunden? Das Grimoire der Magie. Sieh in das klare Fragment hinein. Da muss etwas drin sein. Unbedingt. Erkundige dich nach Golem-Fragmenten. Oh, ich stehe auch schon richtig hier im Dorf. Ist das... Wo hast du dieses Steinfragment gefunden? Ich spüre eine starke Heilkraft in seinen Inneren, die mich an die von Cecilla erinnert. Es gibt da etwas, woran wir diese Kraft testen können. In dem Dorf, aus dem ich geflohen bin, waren verdorrte Trugkräuter. Wenn wir sie wiederbeleben können, wären ihre Heileigenschaften von unschätzbarem Wert. Erwecke die Pflanzen wieder zum Leben und beschaffe Trugkrautpulver. Bringe das Pulver dann zu Mafea im Dorf Seichtbrise. Okay, wo muss ich da hin? Ah, da unten. Ja, dann nehmen wir da die eine Strecke, die hier direkt. Da sind wir denn bestimmt ein bisschen zügiger. Hier ist übrigens der Aussichtspunkt. Bin ich vorhin blind dran vorbeigeritten. Aber danach beim nochmal gucken, da habe ich es gesehen. Oder ihn. So, irgendwo da unten, ja. Und sonst muss ich zu meiner Schande sagen... Oh, den brauche ich auch noch da. Muss ich zu meiner Schande sagen... Habe ich fast keine Mokokos gefunden. Lass es jetzt erstmal dabei. Vielleicht sind sie irgendwo versteckt. Und außerdem gibt es hier ganz viele Stellen, wo hier eben so Rosenbüsche oder sowas wachsen. Da könnte rein theoretisch überall eine Mokoko dahinter sein. Und da hatte ich jetzt wirklich keine Lust... die abzugrasen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so die Inseln und Ränder habe ich alle eingehend begutachtet. Ah, hier hat es die Blümchen. Aber der Rest, naja. Es gab übrigens heute einen neuen Patch. Aber ich weiß noch nicht, ob ich mir den Content anschaue, den es da gibt. Also man kann bei diesem komischen... Wasserschlachtparty ist wohl was dazugekommen. Irgendwie mit Mokokos sammeln und wer am meisten sammelt, kriegt dann auch irgendwie eine Geldbelohnung oder sowas. Aber da habe ich mir gedacht, naja. Und in der Festung gibt es jetzt einen Haustierbereich. Den könnten wir uns nachher mal noch anschauen. Wenn das überhaupt bei mir schon geht, aber ich denke mal schon. Oh, wir haben schon alles. Und wo sollen wir es jetzt hinbringen? Ja. Interessant. Sagen Sie das nicht alle irgendwie? Du hast Trugkrautpulver mitgebracht. Du musst genau gewusst haben, was wir brauchen. Ja, ich bin unterwiesen worden. Meine Güte, dieser Stein, den du da hast, ist sehr interessant. Darf ich ihn mal sehen? Mafia legt seine Hand auf den Stein und spricht einen Zauberspruch. Da, lege nun langsam deine Hand auf den Stein. Und dann kann man mir nicht vorher sagen, was dann passiert. Berühre das Fragment, während du vor Mafia stehst. Auf der Oberfläche erscheinen Buchstaben. Keine Runen, Buchstaben. Das Buch des Erbes. Wenn Sylvana sterben, gehen unsere Seelen in Elsowin über. Viele Seelen ruhen bereits in dem heiligen Baum. Eines Tages trete ich selbst meine Reise zu Elsowin an. Ich hoffe nur, dass ich dann mit Stolz vor die Seelen meiner Ahnen treten werde. Der Rest der Nachricht ist verwischt und nicht mehr lesbar. Debussy.
Kennt ihr den? Debussy. Dieses Buch wurde vom Ritterkommandanten von Rohendel verfasst. Danke, dass du es geborgen hast. Es wird im Turm der Dämmerung sicher aufbewahrt werden. Gern geschehen. Okay, das war's hier. Dann düsen wir mal zurück. Wo wir eigentlich hin sollen. Nach Rothuhn. Rothuhn. Hey? So wie ins Schatten. Hieß das schon immer? Ach, war da schon immer der Zugang? Ich hinterfrage das jetzt mal nicht. Wo müssen wir denn da hinkommen? Ah, wir müssen wieder erstmal hinreisen und dann erfahren wir alles Weitere. Aber wir sollten ja Bericht erstatten, was wir hier was wir hier erfahren haben. Oder besser gesagt noch erlebt. Triff dich mit Arsena im Turm der Sonne. Die Feuerelementare. Warum haben sie das getan? Wegen ihnen hat Inanna so viel ihrer Kraft eingebüßt. Was ist denn mit Inanna passiert? Inannas magische Essenz. Ach, ich schätze, ich kann es dir sagen. Ihre Seele existiert in meinem Körper. Ja, sowas haben wir gesehen. Und unser Band wird durch den heiligen Baum Elsowin aufrechterhalten. Aber unsere magische Verbindung wird schwächer. Und das bedeutet, dass auch Elsowin schwächer wird. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Geh nach Sinela und suche den Flammenwächter Gerdia auf. Finde heraus, was mit dem Feuerelementaren geschehen ist. Ach, das ist ja der Richtige dann. Der kennt sich bestimmt auch aus mit den Feuern. Es wird nicht leicht sein, ihn zu finden, denn auch seine Kräfte schwinden. Ich habe einen Magier hergerufen, der dir helfen kann. Besuche den Turm der Dämmerung. Aberuth wird dich ihr vorstellen. Also eine Magierin. Okay, Beziehungskrams können wir mit ihr noch nicht machen. Bis zu einer bestimmten Stufe wahrscheinlich. Oh, guck mal, hier haben wir eine Questreihe. Fallende Blütenblätter. Das nehmen wir auch gerade mit. Vielleicht schickt uns das sowieso auch nach X irgendwas, wie der Ort heißt. Der ist so schlecht zu merken. Hier drin. Ach ja, das ist ja noch unsere Musikerin. Ja, natürlich. Ach, Amelie, es geht mir jetzt besser. Eigentlich könnte es mir sogar kaum besser gehen. Tatsächlich habe ich seit langem wieder Lust, Musik zu machen. Wie wäre es, wenn wir zusammen etwas spielen? Was? So, spiele das Lied der Tapferkeit. Ja, gern. Können wir machen. Spiele das Lied der Tapferkeit wo? Wir müssen uns doch sonst immer irgendwo hinstellen. Passend. Tritt gemeinsam. Ah, vielleicht wieder draußen, da wo sie eigentlich waren. Aha. Okay, da lohnt es nicht zu porten. Da können wir auch hier rausgehen. Da, wo die Bühne steht. Vor all den Leuten. Oha. Halt. Da wollte ich gar nicht hin. Da, hinauf. Okay. Und wo soll ich spielen? Ah, irgendwo hier. Dann stelle ich mich mal. Jetzt hat sie auch tatsächlich ihre Harfe ausgepackt. Schaut mal. Sie hat tatsächlich eine Harfe. Ich werde langsam spielen, damit du das Tempo halten kannst. Oh, das ist aber freundlich. Ja, dann gucken wir mal. Hier, Notenblatt. Tapferkeit, damals. Och, das kann ich eigentlich ziemlich gut, oder? Es ist in Ordnung. Du hast gute Arbeit geleistet.
Es klingt so eher so, ja, war ganz okay für eine Anfängerin. Vielen Dank, dass du an meinem letzten Auftritt teilgenommen hast. An ihrem letzten? An ihrem allerletzten? Was hat sie vor? Es war mir eine Ehre, mit dir zu musizieren. Das klang so endgültig, oder? Habe ich das nur so rausgehört? Ach, ich hätte doch noch was machen müssen. Nur zu den Chatbefehl überrascht. Ich dachte irgendwie, jetzt ist es vorbei, weil sie mich so verabschiedet hat und nichts mehr gesagt hat. Okay, da müssen wir nochmal zurück. Das habe ich jetzt echt nicht gesehen. Ja, komm. Das will ich doch schon erst noch fertig machen. Ja, genau. Ich war überrascht über den Ausdruck. Sogar in real. Oder ihre Aussage. So überrascht, dass ich weggeportet bin vor lauter Frust. Gute Miene. Was ist da los? Das letzte Mal? Eigentlich möchte ich immer gern so richtig stehen, damit das Emote dann auch richtig dahin geht, wo man... So, wir sind überrascht. Was? Ah ja, das hast du sehr gut gemacht. Die letzten 30 Jahre habe ich an nichts anderes als an Musik gedacht. Jeden Tag quälte ich mich damit, meine musikalischen Fertigkeiten zu verbessern. Ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich nicht einmal versucht habe, Mederiel und Flurov, die Mitglieder meiner Gruppe, besser kennenzulernen. Sie haben mich wahrscheinlich wegen meiner Besessenheit hinsichtlich meiner eigenen Leistung verlassen. Ich sollte mir eine Weile frei nehmen, um den Kopf frei zu bekommen. Aha. Hätte mir auch auffallen müssen, dass ich gar nichts habe an- oder abgeben müssen nach der Quest, aber okay. Gut, jetzt ist es aber wirklich vorbei, oder? Ich habe nichts Neues bekommen. Okay, dann hüpfen wir mal hoch. Wir müssen das Magieniveau im Blick behalten. Ich glaube eher ihr. Ich kenne mich da nicht so aus mit Magie. Ich habe davon gehört. Was zum Teufel ist mit den Feuerelementaren passiert? Bevor sich die Situation verschlimmert, müssen wir den Flammenwächter finden und mit ihm sprechen. Wie es aussieht, ist er genau in dem Moment verschwunden, in dem wir ihn am dringendsten brauchen. Was deine Mitstreiterin L betrifft, ich glaube, dass sie irgendwo in Rotun ist. Ich hatte sie eigentlich gebeten, hier auf dich zu warten, aber Geduld ist nicht gerade ihre Stärke. Wir müssen das Magieniveau im Blick behalten. Irgendwo in Rotun? Ah, da unten. Gut, dann nehmen wir dann mal hier noch die Aufgabe mit Kron. Ich muss nur noch ein wenig mehr forschen, aber wo zum Teufel sind die ganzen anderen Magier? Als ich noch Lehrling war, da lernte ich ganze Nächte lang für die Magie. Ah, du da drüben. Du kommst zur rechten Zeit. Bitte überbringe meinen Brief den Magiern, die sich aus dem Staub gemacht haben. Die nach Hause gegangen sind. Okay, soll ich noch irgendwelche Leute abklappern? Ja. Ist das mein Job? Okay, der erste wäre sogar gleich hier. Vielleicht liegen die sogar alle auf dem Weg, den ich eh laufen muss. Guck mal, Post! Vielleicht sollte ich heute zu Hause kochen. Was ist das? Ein Brief von Meister Kron. Ich muss nicht mal absteigen. Sonst muss man immer absteigen und ihnen das ewig übergeben. Aber nein, diesmal nicht. Vielleicht sollte ich Isariel bitten, mir beizubringen, wie man Harfe spielt. Okay, ich werde nächstes Mal lernen. Ja, wozu seid ihr denn da in der Akademie, hä? Und dann haben wir hier noch... Ich sollte das Studienfach wechseln. Oh, unzufrieden. Ab heute? Ich dachte, ich würde nicht vor nächster Woche anfangen. Tja, so ist es. Ich brauche Karotten und...
was, Meister Kron? Nun, in Ordnung. Ich werde eine ganze Weile, ach, mein Bett nicht sehen. Dir geht's wohl so gut, oder? Das war jetzt aber eine sehr sinnige, geschichtsträchtige Story-Quest. Ein Lückenfüller. Ihr beiden kennt euch? Bei den Göttern. Ja, ich glaube. Standen die nicht schon mal nebeneinander? Ach, ich weiß nicht. Sehen alle so gleich aus. So sehen wir uns wieder. Majestät Arsena hat mir von dir berichtet. Du bist auf dem Weg nach Xenila, richtig? Oh ja. Los. Ja, was? Du hast es so eilig zu sterben? Ich weiß ja, dass es ein Notfall ist, aber wenn du Xenila ohne Schutz betrittst, wird dich die kontaminierte Magie dort sofort in eine Blutlache verwandeln. Ja, und da kommst du ins Spiel, oder? Du kannst mich doch bestimmt beschützen. Kurz gesagt, Xenila ist immer noch voller mutierter Magie. Um dich dort sicher aufhalten zu können, benötigst du einen besonderen Schutzzauber. Dafür braucht man folgende Zutaten. 7 Stängel der Goldblütendistel, 5 jeweils 100 Jahre alte Glaslotus, 5 Tränen des Froschikönigs, 100 Stängel des Wildduftlöwenzahns, jeweils 7 dicke Tropfen von Elsowins Tauensaft, sowie eine Prise verarbeitetes Solarsalz. Das ist alles. Was ist? Stimmt was nicht? Ja, soll ich das jetzt sammeln oder wie? Ist das alles? Ja, mehr brauche ich nicht. Nur sind die paar Sachen. In meinem Labor habe ich davon noch viel, viel mehr. Oh, wie praktisch. Vertrau mir diesmal, Avon. Er sich selbst? Obwohl Elsowins Tau viel zu wertvoll ist, um ihn herzugeben. Ach, meine Güte, warum bin ich nur so vergesslich? Mir sind Elsowins Wasserfallwasser und verarbeitetes Solarsalz ausgegangen. Ich habe alles aufgebraucht, um für dich diesen Unsichtbarkeitstrank zu brauen. Du kannst diese beiden Zutaten überall in Roto finden, Rotun. Bring mir etwas von beidem, ja? Ich werde alles andere vorbereiten. Wie praktisch, dass er da so ein Alchemielabor hat und so gut ausgerüstet ist. Gut. Das wird uns Zeit einsparen. Komm zum Dorf, Seichtprise, wenn du alles beisammen hast. Ach, wieso denn wieder da runter? Na egal, das eine kriege ich gleich hier oben. Für ein tolles Abenteuer braucht man nur einen guten. Übrigens, dieser Suffkopf, ne? Der steht in den, auf den anderen Maps auch und lallt an irgendeiner Stelle immer und lallt vor sich hin. So irgendwo abseits irgendwo. Ob der nochmal irgendwas Besonderes ist, fülle vorsichtig das fließende Wasser ab. Okay, Rotuns. Das ist aber jetzt nicht das Wasserfallwasser von dem Baum, sondern den haben wir jetzt einfach hier genommen. Funktioniert das dann genauso gut? Ja, okay, jetzt haben wir Wasserfallwasser. Ah, da. Da müssen wir noch hin. Kommt diese Magie vom Turm der Dämmerung? Wie hübsch. Das sah gerade aus wie ein Portal, ne? Der Segen, das Blaue da am Boden. Verleiht. Wie schön. Das Grüne habe ich ja schon gesehen jetzt ein paar Mal. Aber das Blaue sah gerade aus wie ein Portal. Ich vermute auch, dass es hier einige Stellen gibt. Oh ja, sehr hübsch. Wo man dann wahrscheinlich über so Teleporter oder so wohin kommt. Und wenn man nicht zur rechten Zeit dort ist, dann sieht man den vielleicht gar nicht, den Teleporter. Suchst du etwas? Ja, was soll ich besorgen? Solarsalz. Hast du sowas? Magisch verarbeitetes Solarsalz? Mhm, genau. Davon habe ich gerade welches reinbekommen. Nur einen Moment. Hier ist es. Und übrigens brauchst du nichts zu bezahlen. Ich habe viel Großartiges über dich gehört, Amelie. Du setzt dich sehr für Rohhändel ein. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Oh, das ist aber sehr freundlich. Jo, und jetzt sollen wir alles... Warte, wir gucken mal, ob es hier noch irgendwie... eine Quest aufgeploppt ist. Nö, sieht gut aus, oder? Obwohl ich heute mal wieder... so richtig Tomaten auf den Augen habe.
gefühlt. Dann dürfen wir Magie erschaffen. Nein, nicht wir. Eivin macht es für uns. Schau sie dir unbedingt an, sobald du in Rohan bist. Oh, da ist er schon. Alles ist vorbereitet. Er freut sich ja tierisch. Alles ist vorbereitet. Wo Lenora ist, fragst du? Hör mir bloß mit dieser ungeduldigen Sylvanerin auf. Sobald sie die Zutaten überprüft hatte, ist sie nach Xenela aufgebrochen. Aber keine Sorge, du hast das talentierte ehemalige Mitglied des Turms der Dämmerung direkt an deiner Seite. Der Trank mag viele verschiedene Zutaten benötigen, aber ihn zu brauen ist einfach genug. Siehst du? Schon fertig. Nun denn, Prost! Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Was? Warum sollte das nicht funktionieren? Naja, ich weiß nicht. Könnte doch immer so eine ganz, ganz kleine Prozentchance. Komm schon, die Königin hat mich aus gutem Grund aus ihren Helfer ausgewählt. Keine Sorge, es wird schon alles gut gehen. Nur damit du es weißt, es könnte ein wenig nach Froschi-Exkrementen schmecken. Oh ja, wenn es nur das ist. Ich würde empfehlen, dass du dir beim Schlucken die Nase zuhältst. Igidigidi. Aber in einer schönen Flasche hat das. Okay, auf Ex. Hat Eivin Froschis Exkremente gegessen? Ich weiß es nicht. Also, normalerweise sollte man nicht sofort etwas spüren. Ich spüre auch noch nichts. Stell dich jetzt in den magischen Kreis und warte. Wir werden zuerst aufbrechen. Turan, komm schon, folg mir! Der haut bloß ab, damit er nachher nicht abkriegt, falls es nicht funktioniert. Gibst du? Na gut. Mein Körper erwärmt sich von innen. Flupp! Bin ich jetzt geeicht, ja? Ich glaube, wir finden es nur raus, wenn wir hier durchschreiten und dann am Leben bleiben. Der Schutzzauber des Turms der Dämmerung, wie ich sehe. Du darfst Xenela betreten. Ach, der kann es spüren. Oh, das sieht aber auch schick aus hier. Oh, düster. Sehr düster. Ich glaube nicht, das ist alles tot und abgestorben. Ich glaube nicht, dass das schon immer so war. Eingang zu Xenela. Okay. Dann gucken wir mal. So viel Kupfer. Und viele. Ich glaube, das sind auch Elementare, oder? Die sind gar nicht aggro, oder? Eigentlich. Doch. Nur ein bisschen Spätzündung. Hä? Was war denn das? Na, Cooldown hier. Was ist los? Die kann man auch kaputt hauen hier. Jetzt reden wir erstmal. Ja, guck mal, so richtig viel Erz hier. Eivin, hallo, ich bin Xenela. Auch schon da. Immer noch ein verstörend ruhiger Ort. Es ist, als wäre in dieser Stadt die Zeit stehen geblieben. Wo sollen wir nach Lenora suchen? Ja, ich habe doch keine Ahnung, ich bin zum ersten Mal da. Moment, jemand kommt auf uns zugelaufen. Was? Das sieht aus wie ein Vampiri-Kind. Sie folgen mir nicht mehr, oder? Oha, was ist dir passiert? Oh, endlich bin ich die los. Hä? Wer bist du? Ein Bambiri, ein Sylvaner und ein Fremdling. Äußerst interessant. Was ist mit dir passiert?
Ach, nichts Besonderes. Ich habe wie immer Felsen geschleppt, als ich aus Versehen einen dieser Golems angerempelt habe. Und vielleicht bin ich auch auf ein paar Schwänze getreten, als ich vor dem Golem davongelaufen bin. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie mir so weit gefolgt sind. Hast du zufällig auch die Sylvanerin Lunora gesehen? Ist ja jetzt uninteressant, was und wie es ihm ergangen ist. Oh, die Sylvanerin? Frag mich gar nicht erst. Das ganze Lager redet über sie. Die anderen Sylvaner haben gesagt, sie sei eine hochrangige Magierin. Wenn du sie kennst, hoffe ich, dass du sie wieder mitnimmst. So. Okay. Avon, was meinst du dazu? Sie wollte von Anfang an nicht auf uns warten. Irgendwie geht sie gerade auf eigene Faust, ne? Warum in Akeja hat sie den ganzen Weg zu der Bambiri-Siedlung auf sich genommen? Wenn sie einen Grund dafür gehabt hat, hätte sie uns doch davon erzählen sollen. Sie ist genau wie der Rest im Turm der Dämmerung, geheimnistuerisch und stur. Ja, dann lass uns doch mal die Siedlung angucken. Oh, gewiss. Packen wir's und verschwinden von hier. Ach, ich gehe mal davon aus, dass sie nach etwas sucht, was immer das sein mag. Ach, typisch. Okay. Gehen wir zu Bambiri-Siedlung. Gib mir einen Moment. Ich meine, schau dich doch etwas in der Gegend um. Die Relikte und Bestien sind außer Kontrolle geraten, aber das ist wohl nichts Neues. Vor einer Weile wurde ein Erwachsener aus meinem Dorf von einer Bestie aufgespießt und war schrecklich verletzt. Hey, du musst diesen Relikten und Bestien eine Lektion erteilen. Sicher wird dir Oberhaupt Batum dafür im Gegenzug etwas geben. Batum? Kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Hatten wir den nicht schon mal? Ah, jetzt müssen wir hier Bestien töten. Das haben wir gerade schon ein bisschen getan. Ah, sowas. Hä, wo rennen die denn hin? Alle daneben? Oh, ich muss besiege aggressive Relikte und Bestien. Okay, das ist dasselbe. Ich zerschlage Felsen, die gelten aber leider nicht. Oh, den brauchen wir sowieso. Ja, schön. Hier in die falsche Richtung. Oh, da unten hat es schon einen Stützpunkt. Wir müssen die Königin schützen. Wurde etwa Xenilas Magie stabilisiert? Wir müssen die Königin schützen, ja. Deswegen bin ich ja hier, aber hier ist nichts Besonderes. Seid bereit, alle miteinander. Da fallen jetzt gar nicht mehr so viele Tränke raus aus denen, ne? So einen haben wir schon, ne? Ups. Wollt ihr auch noch sterben? Sehr schön. Neun Mokokos gibt's hier. Was ist das? Ist das ein Feld? Ein Reisfeld? Ein magisches? Keine Ahnung. Ach, die ist da unten. Ich dachte, die wäre hier oben. Haben wir wohl noch einen Gast? Ah, das ist der Batum. Ah, das erklärt die lauten Geräusche. Danke, wir werden die gesprochenen Hörner der Bestie holen. Was ist denn das nochmal für eine Quest? Die Relikte und Bestien, die seit kurzem... Ach so, ja, für seinen... Erstaunlich, dass ich an einem Tag zweimal Sylvanern begegne. Na, heute ist alles irgendwie eigenartig.
In diesem Dorf war schon lange nicht mehr so viel los. Hast du vielleicht Lenora gesehen? Bist du wirklich wegen dieser zügellosen Sylvaner-Magierin gekommen? Ha, die ist nicht mehr hier, den Göttern sei Dank. Sie hat nicht nur jeden mit ihren Fragen über Gerdia behelligt, sondern hier auch alles auf den Kopf gestellt. Schließlich sagte sie, sie würde zu Preit gehen, der sich im Turm des Mondes eingeschlossen hat. Eines muss ich sagen. Mir tut Preit leid. Komm schon. Lenora ist auf der Suche nach jeglichen Spuren von Gerdia. Aber warum musste sie ausgerechnet zu diesem Preit gehen? Ich kann es gar nicht abwarten, bis ich diesen Sylvaner endlich nicht mehr zu Gesicht bekomme. Ach, ich schätze, ich habe keine Wahl. Gehen wir zum Turm des Mondes. Arwen? Wer ist Preit? Ein überaus gieriger Magier. Okay. Den dürfen wir jetzt kennenlernen. Oh, wer liegt denn da? Ah, ich konnte ihren Angriff nicht abwehren. Mein Dorf ist in Gefahr. Schaut nicht in ihre Augen. Seid vorsichtig. Ich fand einen Barbierejungen bewusstlos am Boden liegen. Er zittert und murmelt etwas von einer Bestie, die sein Dorf angegriffen hat. Ich sollte diese Kreatur aufspüren. Das Fell der Bestie liegt überall verstreut. Da liegt ein Buch. Da liegt nochmal eine. Gleich. Exkremente der Bestie. Kleiner als gedacht. Wo ist denn eine Fähre? Ey! Ein Kätzchen? Hallo? Die Katze springt in die Truhe. Und jetzt? Das war nur die Katze? Ja, okay, Stacheln, Haare und bla, aber hä? Ach, jetzt steht er ja wieder. Wow, nehmen Sie weg! Die haben ja alle Angst vor Katzen, das hatten wir ja schon mal. Danke, dass du es mit dieser Bestie aufgenommen hast, aber hier, seine Klamotten sind ganz verfetzt, ne? Die muss sich auf einem Frachtschiff als blinder Passagier an Bord geschlichen haben, meine Güte. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Naja, hätscheln und streicheln und so. Mut habe ich dafür bekommen. Abenteurerin oder vielmehr Freundin, der ich vertraue, ich möchte dich etwas fragen. Ja? Jetzt versteckt sie ihre scharfen Krallen noch, aber sobald sie ausgewachsen ist, dann wird sie uns terrorisieren. Dennoch halte ich es für falsch, ein Junges zu töten. Was meinst du, was die anderen Vampire aus dem Dorf davon halten werden? Ach, die ist ganz klein, die bleibt nur klein. Die wird nicht viel größer. Na, mal gucken, was sagen die anderen? Ach, ihre Augen. Ich werde diese Augen nie vergessen. Oh, das sagen ja viele, die Katzen haben oder die von Katzen auch fasziniert sind, dass sie das Gefühl haben, dass da etwas auf sie durch diese Augen, durch die Katzenaugen, sie beobachtet eine andere Wesenheit. Sieh dir diese scharfen Krallen an. Wir müssen uns in Gefahr, der Gefahr stellen. Ja. Aber trotzdem, vielleicht sollten wir sie gehen lassen. Also alle haben Schiss. Okay, ich verstehe ihre Bedenken. Doch nun würde ich gerne deine Meinung hören, liebe Freundin. Was sollen wir mit dem Kätzchen machen? Oh, das überlasse ich den Bambiri. Fliegt es zurück? Wohin denn? Zum Hafen? Und warum ist es überhaupt hier? Ach komm, was soll er denn machen? Okay, wie du meinst. Ich schätze, es ist eine Entscheidung, die alle Bambiri etwas angeht. Wir werden darüber diskutieren. Die Katze wird sich an deine Entscheidung erinnern. Oh, ich hoffe, sie finden eine gute Lösung. Ach, diese Katze. Ich glaube, sie hat sich gerade die Schnauze geleckt und mich dabei angesehen. Hey, ich bin kein Fisch. Ich bin ein Bambiri. Immerhin haben wir Charisma bekommen, weil wir uns für die Katze eingesetzt haben oder so. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt vielleicht auch neue Quests sind in Bezug von diesen Pet-Dingens. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Abenteurerin. Was war das Erste, was du gesehen hast, als du einen Blick auf die Xenela-Ruinen geworfen hast? Dass alles vertrocknet ist? Ob du es glaubst oder nicht, ich habe Hoffnung gesehen. Ich eher nicht.
Der Boden ist zwar rissig, trocken und von der magischen Eruption kontaminiert, aber trotzdem können hier noch Pflanzen wachsen. Das weiß ich. Ich habe mit verschiedenen Saaten experimentiert. Würdest du mir bei meiner Forschung behilflich sein? Okay, was kann ich denn tun? Hier einfach was verbuddeln. Das Wasser lässt den Samen sofort verrotten. Oh nein. Das Wasser lässt den Samen sofort verrotten. Ach, verdammt. Diesmal hat es nicht geklappt. Aber sieh dir das Feld an. Es ist voller Pflanzen. Ich werde nach Möglichkeiten suchen, weitere Pflanzen zu kultivieren. Zumindest solange das Feld noch nicht ausgetrocknet ist. Okay. Das Schöne ist, dass wir halt jetzt immer hier so diese Punkte kriegen. Ich weiß nicht, ob es schon vorher bei jeder Quest war, aber jetzt kriegen wir eigentlich bei fast jeder Quest immer hier so diese Stats noch. Muss mal gucken, ob das schon immer so war. Oder mir jetzt nur so auffällt, weil man halt... Oh. Säulen hier. Nee, ich lasse euch in Ruhe und ihr lasst mich in Ruhe. Wie immer. Nee, ich wollte nur die Tränke. Keine Vorkommnisse. Hier sind Händler eingezeichnet. Ist er hier drin? Wahrscheinlich. Er ist so stur. Wer? Haven? No, hier gibt es nur Chaosfragmente. Wir müssen dieses Gebiet stabilisieren. Ich denke, wir sind diesmal am richtigen Ort. In diesem Gebiet hallt Lenoras Stimme förmlich überall wieder. Warum gehst du nicht nach unten und hilfst ihr? Ich schaue in die Aufzeichnungen hier im Turm des Mondes. Mir ist jede Ausrede recht, um Prayt nicht begegnen zu müssen. Mehrere Feuerelementare griffen den Sturmtempel an. Boah, nicht so laut, Lenora. Gerdia ist der Flammenwächter. Er muss das mitbekommen haben. Okay, wie komme ich denn da hin? Auf welcher Seite? Sieht man hier gar nicht, wo es runter geht. Aber hier ist auch alles ziemlich kaputt. Warten wir ab und schauen. Ja, hier ist abgebrochen. Ah, aber hier geht's doch hoch und runter. Guck mal, hier ist ein Aufzug. Aha. Nur ein bisschen warten. Diese Nachforschungen waren ziemlich knifflig. Die Nachforschungen sind noch nicht abgeschlossen. Lenora ist da. Das ist alles komplett kaputt, ne? Eingestürzt. Wahrscheinlich auch durch die Eruption. Ich habe von deiner Geschichte gehört. Oh, mal nicht ganz in Weiß. Danke, dass du die magische Eruption in Rohendel verhindert hast. Allerdings hast du dafür eine dämonische Methode verwendet, zumindest den Gerüchten zufolge. Ah ja, es gab keinen anderen Weg. Unsinn, wäre ich da gewesen, hätte ich dem niemals zugestimmt. Ja, und dann wäre vielleicht auch gar nichts bewirkt worden. Die Hüter sollten dich aufhalten. Aber was haben sie stattdessen gemacht? Ach, rückgratloses Pack. Sie brauchen einen entschiedenen Anführer wie mich. Ach, genug davon. Lenora scheint Gerdia zu verdächtigen, aber da liegt sie falsch. Gerdia würde so etwas nie tun. Der redet alles andersrum, ne? Er gibt sein Bestes, um die verderbte Magie, die durch Xenela fließt, zu reinigen.
Nutze Reden. Okay, jetzt müssen wir ihn wieder bequatschen. Das ist so weit rausgezoomt. Ich kann auch nicht ran. Das ist absichtlich so. Wahrscheinlich, weil das hier so eng ist. Nein, mich interessiert nicht, wer du bist. Ich helfe dir nicht. Ja, sag mal. Du bist schon da. Du bist eifriger, als ich dachte. Ich hatte die Königin geschickt. Braid ist ein sturer Esel, ich merk's. Aber ich verstehe seine Beweggründe. Angesichts dessen, wie viel Gerdia für den Wiederaufbau von Xenela getan hat, würde Braid nie mit mir zusammenarbeiten. Ich muss das einfach auf meine Art machen. Sag Evan oben, dass er die Ruinen in der Nähe überprüfen und Reliktfragmente sammeln soll. Sie sollen Überreste von Gerdias Magie enthalten, mit der er Xenela wieder aufgebaut hat. Gerdia ist überaus weise. Was er tat, war falsch. Aber er muss einen Grund gehabt haben. Ich hatte gerade Sorge, dass ich dann nicht mehr zuhören kann, wenn ich hier hochfahre, aber... Ich glaube, wir haben noch alles mitbekommen. Na, das lief ja nicht gerade wie geplant, oder? Nix ist irgendwie bis jetzt gelaufen wie geplant, also, oder? Also, was tun wir jetzt? Bitte in die Ruinen gehen und Reliktfragmente sammeln? 500 Stück? Ich werde dir die Exemplare geben, die ich für Forschungszwecke besorgt habe. Den Rest müssen wir wohl noch suchen. Okay, erstmal einen Teil hier rausholen. Die Truhe ist voller Reliktfragmente. Wie ist er denn an die gekommen? Sammeln wir die Bücher. Oder was von ihnen übrig ist. Arwen, ich hab dich im Blick. Sprich mit Lenora. Wir müssen dieses Gebiet stabilisieren. Ist auch ein bisschen konfus, oder? Da unten. Im Dienst. Ausgezeichnete Arbeit. Haben wir schon alle Fragmente dadurch? Ich glaube, es ist alles vorbereitet. Und nun platziere, was du hier gefunden hast. Gut. Nun wollen wir was sehen. Wollen wir mal sehen, wo sie Gerdia verbirgt. Beeilen wir uns und suchen den Flammenwächter. Ich finde es hier gruselig. Lief es schief? Nichts passiert. Seltsam. Elementare würden ihn auf keinen Fall vergessen. Es ist doch nicht möglich, dass es überhaupt keine Spur mehr von Gerdia in Xenela gibt. Jemand muss sie gelöscht haben. So wie die Dinge liegen, werden wir ihn nicht finden können. Wir brauchen etwas, das Gerdia gehörte. Ich wette, Prayt hat etwas. Ach, verflucht. Allein der Gedanke, eine langwierige Diskussion mit ihm zu haben, macht mich kaputt. Oh, was ist das? Lausche Turans Geschichte. Hast du nicht letztens gesagt, dass du einen Zutrittspass für den Hafen erhalten hast? Ich meine die Erlaubnis von Gerdia. Ich kenne mich zwar nicht sehr mit Magie aus, aber vielleicht hilft der ja. Stimmt, den hat er ja in der Hand gehabt. Vielleicht ist da ja noch was übrig. Leonora untersucht sorgfältig die Erlaubnisse. Das ist sehr hilfreich. Ja, das sollte reichen. Wir haben viel Zeit gespart. Vielen Dank. Bitte platziere ihn erneut im magischen Kreis. Gerdas Phantom beginnt zu erscheinen. Zeit stürzte unsere Gier Xenela ins Verderben. Gerdia untersucht die Trümmer. Also gut. Wir müssen Gerdias Spur verfolgen. Verfolgen wir seine Spur, dann finden wir es heraus. Ja, so alt dürfte die ja auch noch nicht sein, ne?
Wir haben doch erst mit ihm gesprochen. Also ich weiß ja nicht, wann das jetzt war hier. Die Magier vom Turm des Mondes haben versagt. Er besieht sich die Verunreinigung. Noch immer eine große Macht. Vielleicht sollte ich sie noch etwas studieren. Gerdia hat wohl einen Entschluss gefasst. Ich brauche starke Magie aus Xenela. Das hier reicht bei weitem nicht. Wir sind... Ach so. Wir sind doch hier in Xenela. Hm? Noch andere Magie? Sind das Untote? Mit Xenelas zerstörerischer Magie. Oh oh. Was hat er vor? Starrt schweigt etwas an. Das bestätigt es. Gerdia hat hier etwas ausgeheckt. Okay, vor uns liegt ein Dorf von Xenela-Sylvanern. Wir sollten die Sylvaner dort fragen, was Gerdia geplant hatte. Und nur damit du es weißt, die Sylvaner von Xenela sehen anders aus als wir. Versuch deine Überraschung zu verbergen. Und was auch immer du tust, du darfst sie nicht angreifen. Sind das dann so eine Art Dunkelelfen oder so? Sie waren Sylvaner wie wir. In der Vergangenheit waren sie angesehene Magier. Aber die gewaltige magische Eruption in Xenela hat ihnen alles genommen. Trotz der Auswirkungen der verzerrten Magie auf ihre Körper blieben diese Sylvaner hier, um beim Wiederaufbau zu helfen und ihren schwerwiegenden Fehler wieder gut zu machen. Vermutlich werden sie zögern, Informationen über Gerdia preiszugeben, da er an ihrer Seite gearbeitet hat. Aber vielleicht reden sie ja mit dir. Mal sehen, welche Informationen wir zusammentragen können. Suhlst du dich noch immer in Selbstmitleid? Da! Ich glaube, er will etwas vor uns verstecken! Wer? Hier ist doch niemand. Aber da oben.